Klar, wenn sich eine einzelne Person einen Hund nimmt, obliegt die Erziehung einzig und allein dieser Person. Doch wie ist das, wenn man sich als Pärchen oder als Familie einen Hund nimmt? Wer kümmert sich dann um die Erziehung? Macht das einer alleine oder sollte man das gemeinsam machen? Mich hat eine interessante Frage erreicht. Kümmerst du dich um die Erziehung von Cassie oder machst du das mit deinem Partner gemeinsam? Bei dieser Frage wurde mir erst bewusst, welch großen Aufklärungsbedarf es zu diesem Thema gibt. Für mich ist es selbstverständlich, die Erziehung obliegt allen Familienmitgliedern gemeinsam. Denn innerhalb einer Familie oder einer Partnerschaft sollte sich meiner Meinung nach gar nicht erst die Frage stellen, wer die Hundeerziehung übernimmt. Eine gute Erziehung funktioniert nur, wenn alle denselben klaren Regeln folgen. Was ist Hundeerziehung? Hundeerziehung ist so viel mehr als Sitz und Platz. Hundeerziehung bildet die Basis für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Hund und Mensch. Da Hunde nicht dieselbe Sprache sprechen wie wir Menschen, ist es umso wichtiger, ihnen Regeln beizubringen. Nur so weiß dein Hund, wie er sich verhalten soll. Und nur so gibst du ihm die Möglichkeit, es richtig zu machen. Wenn er nicht weiß, was richtig und was falsch ist, ist die Chance sehr hoch, dass er etwas falsch macht. Je mehr der Hund also versteht, desto mehr kann er dir gefallen. Und ein Hund will dir immer gefallen. Viele Menschen denken, Hundeerziehung ist mit dem Besuch einer Hundeschule erledigt. Aber das ist keinesfalls so. Hundeerziehung muss hauptsächlich außerhalb der Hundeschule passieren und ist eine lebenslange Aufgabe. Schließlich geht es darum, dass du und dein Hund euren eigenen Weg findet. Eure Regeln und eure Kommandos. Hundeerziehung ist also der Weg, wie du dich mit deinem Hund verständigen kannst, um ihm beizubringen, wie er sich zu verhalten hat. Zusätzlich stärkt es eure Bindung und schafft ein wunderschönes Vertrauen. Nur so kann das Zusammenleben reibungslos funktionieren. Verantwortung. Sich einen Hund in sein Leben zu holen, ist eine unglaublich große und verantwortungsvolle Entscheidung. Man entscheidet sich für ein weiteres Familienmitglied, einen Begleiter im Alltag, einen besten Freund an seiner Seite, an guten wie an schlechten Tagen. Diese Entscheidung entsteht, so hoffe ich doch, nicht von heute auf morgen. Sie entsteht auf Basis eines Wunsches, eines gemeinsamen Wunsches, sich als Partner oder bereits als Familie mit Kindern ein weiteres Familienmitglied bei sich aufzunehmen. Demnach sollte auch jeder Einzelne bereit sein, sich darauf einzulassen. Die Erziehung. Die Erziehung betrifft also alle Familienmitglieder. Das heißt aber nicht, dass nicht einer das Haupttraining übernehmen kann. Wichtig ist nur, dass jeder in der Familie dieselben Kommandos gibt und dieselben Regeln anwendet. Das heißt, ich würde euch empfehlen, vorab gemeinsam darüber zu reden, welche Kommandos und Regeln ihr als Familie als sinnvoll erachtet und diese dann gemeinsam umzusetzen. Wenn ihr also gemeinsam entscheidet, dass ihr vor jeder Straße Sitz macht, dann muss das ab dann jeder Einzelne konsequent durchziehen. Ohne Ausnahme. So mache ich das mit meinem Partner ebenfalls. Jedes neue Kommando wird vorab besprochen und dann gemeinsam eingeführt und konsequent durchgezogen. Falsche Erziehung. Wenn Kommandos und Regeln nicht konsequent von allen Familienmitgliedern eingehalten werden, wird das deinen Hund schnell verwirren. Denn egal wie er es macht, es ist falsch. Würdest du dich dann noch weiter bemühen? Wohl eher nicht. Was viele dabei vergessen ist, dass das extrem unfair deinem Hund gegenüber ist. Denn er hat nur dann die Möglichkeit, sich zu entfalten, wenn du ihm die Basis dafür lieferst. Andernfalls wird er sich nur mehr auf sich konzentrieren und das Gemeinsame geht verloren. Hierzu spreche ich auch ausführlich in dem Video Haustier oder bester Freund. Es liegt also ganz klar auf der Hand, dass eine erfolgreiche Hundeerziehung in einer mehrköpfigen Familie, dazu zählen bereits Partner ohne Kinder, nur möglich ist, wenn sich alle über die Regeln einig sind und diese konsequent durchziehen. Konsequenz und Geduld. Ich glaube, es gibt kein Video, in dem ich nicht darüber spreche, wie wichtig Konsequenz und Geduld in der Hundeerziehung sind. Hunde lernen durch Verknüpfung. Um diese zu festigen, ist eine hohe Wiederholungsrate und Konsequenz essentiell. Das bedeutet, dass gewünschtes Verhalten immer und immer wieder durch positive Bestärkung bestätigt werden muss. Neben Konsequenz und Geduld sind klare Regeln das A und O. Man kann sich natürlich darauf einigen, dass eine Person sich intensiver mit der Theorie der Hundeerziehung beschäftigt und dieses Wissen an seinen Partner, seine Familie weitergibt. Umsetzen muss es aber jeder selbst. Hauptsache, man bleibt konsequent. Konsequent bei den Kommandos und konsequent bei den Regeln. Dabei kann und sollte man sich natürlich unterstützen, voneinander und miteinander lernen. Dadurch wird man nicht nur den Hund, sondern auch sich selbst besser kennenlernen. Nur nicht aufgeben ist die Devise, denn es wird sich lohnen. Persönliche Erfahrung. Wir haben uns von Anfang an gewünscht, dass Cassie unser Hund ist, in gleichem Maßen. Da der Hund automatisch die Person als Rudelführer wahrnimmt, die ihm Essen gibt, haben wir uns darauf geeinigt, dass Cassie das Frühstück von mir bekommt
und das Abendessen von meinem Partner. Und das funktioniert sehr gut. Was schwieriger ist, sind gemeinsame Spaziergänge. Der Hund braucht eine Anhaltsperson, die Person, die er hauptsächlich Befehle und Belohnungen gibt. Ansonsten ist es schnell verwirrend für den Hund. Die Person muss jedoch nicht immer dieselbe sein. Wichtiger ist, dass Kommandowortlaut und Regeln dieselben sind. Und hier sind mein Partner und ich zu 100% abgestimmt. Wir besprechen die Sinnhaftigkeit von Befehlen, trainieren sie gemeinsam und setzen sie gemeinsam konsequent um. Vorteile. Mir ist es besonders wichtig aufzuzeigen, dass eine konsequente Hundeerziehung im Alltag nichts Negatives ist und keinerlei Einschränkungen bedeutet. Ganz im Gegenteil. Nur dadurch haben mein Partner und ich die Möglichkeit, Cassie wirklich immer und überall mitzunehmen. Selbst bei Kundenterminen ist sie dabei. Wir haben Cassie in unser Leben geholt, um mit ihr gemeinsam unser Leben zu verbringen. Sie ist unser Begleiter in jeglicher Lebenssituation. Unsere Bindung konnte nur durch eine liebevolle, konsequente und faire Erziehung so stark und innig werden. Und da mein Partner an Cassies Erziehung gleichermaßen beteiligt ist, so ist er auch ein ebenso wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil in Cassies Leben wie ich. Je mehr Menschen ihre Hunde gut erziehen, desto mehr Freiheiten werden unsere Hunde bekommen und desto mehr können wir alle gemeinsam mit unseren Hunden erleben. Machen wir unser Leben und das unserer Hunde gemeinsam schöner. Doch das funktioniert nur mit eurer Hilfe. Also helft mit, teilt das Video, kommentiert und abonniert unseren Kanal.